Ja. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind zum Zuschauen. Ich würde das ja auch machen, wenn gar niemand kommen würde und gar niemand zuschaut. Dann ist es halt eine psychische Störung. Und und so ist es immerhin noch Kleinkunst. Also vielen Dank, dass Sie das ganze Spielchen mitmachen. Leute fragen mich manchmal, ja, wie ist denn das, wenn man so ein bisschen Erfolg hat, wenn die Leute einen erkennen, was verändert sich denn da im Leben? Und ich kann sagen, es verändert sich überhaupt nichts. Also mein Leben ist genau gleich wie vorher, total langweilig. Außer, dass ich jetzt neuerdings seit ein paar Monaten jeden Tag 20 Minuten lang öffentliche Toiletten putze, die ich aber nicht selber dreckig gemacht habe. Also einfach, ich benutze in meinem Alltag sehr oft öffentliche Toiletten. Ich denke mir dann so, ah cool, kostet 1 Euro, sieht wohl schön aus da drin. Und dann gehe ich da rein und meistens sind die schon dreckig. Einfach, weil Leute Bastarde sind und dann schaut man da so rein und findet irgendeine, im besten Fall ist es so wie eine interessante Höhlenmalerei vor. Und dann muss ich das putzen, weil ich kann ja dann nicht das Klo verlassen und dann kommt mir vielleicht eine Person entgegen, die mich schon im Fernsehen gesehen hat, die dann nicht differenzieren kann, ob ich das war. Also ich kann ja nicht von jedem dahergelaufenen Passanten erwarten, dass er so ein Kohlenstoffatomzerfallstestkit dabei hat und dann da so rummisst und sagt, ah, ist mindestens schon 32 Minuten alt, die Frau Brugger kann es nicht gewesen sein, sondern die schauen sich das dann an, schauen mich an und denken sich, aha, kaum hat die Frau Brugger ein bisschen Erfolg, scheißt sie uns auch schon unsere öffentlichen Klos zusammen. Und deswegen verbringe ich jetzt jeden Tag mit 20 Minuten so bis zu den Ellbogen in irgendwelchen völlig fremden Schüsseln, so von Fremden verursachten Fäkalspuren, kratze ich so rum. Und das im Kern ist für mich Erfolg. Deswegen vielen lieben Dank für diesen Preis. Das werden noch sehr spannende Monate für mich. Jetzt, wir haben ja geklärt, warum ich hier bin. Ich kriege einen Förderpreis von der Stadt Mainz. Sie finden mich irgendwie cool. Ich fand mich natürlich schon nett, bevor ich cool war. Aber es ist schön, dass die Stadt Mainz jetzt auch aufspringt. Das haben wir geklärt. Also ich habe das geklärt. Ich sage manchmal wir. Sie müssen sich nicht irritiert fühlen. Das ist so ein rhetorisches Mittel, dass man sagt, wir haben irgendwas gemacht. Das ist schon klar. Ich arbeite, Sie chillen. Ist okay. Aber das ist dieses inkludierende Plural. Das hören die Leute sehr gerne. Dann fühlen sie sich involviert. Es kommen auch sehr viele Lehrer an Kleinkunstveranstaltungen. Und die mögen das. Die mögen das, wenn man dann so sagt, ja, wir malen nachher noch ein Mandala. Ich hab nichts gegen Lehrer, also an dieser Stelle möchte ich das mal erwähnt haben. Ein paar von meinen besten Freunden sind selber keine Lehrer. Ich mag das sogar, wenn dann so ein Lehrer zu mir kommt und sagt, ja, also ich weiß ja genau, wie das ist, wenn man sich so vor Leute stellt und die hören einem zu. Geh weg, du stinkst. Nein, nee, ich sag nicht, dass Lehrer stinken, aber ich sage, dass Leute, die stinken, grundsätzlich manchmal gerne Lehrer werden. Und was ich meine, ist, wir haben ja jetzt geklärt, warum ich hier bin, aber warum wir hier sind, ist unklar. Also was machen Sie hier? Wieso sitzen Sie alle? Sie alle schauen in eine Richtung, ich schaue in die andere. Wer von uns schaut in die falsche Richtung? Rein quantitativ haben natürlich Sie recht, aber andererseits kriege ich Geld. Wieso tut man sich das überhaupt an? Hier alle in einem komischen Kellergewölbe mit Glühbirnen an der Decke. Ich sitze an einem Tisch. Also ist wirklich ein Tisch, nicht, dass Sie sich jetzt fragen, was macht diese würfelförmige Dame in dieser Burka da auf der Bühne? Es ist einfach ein Tisch. Wieso tue ich mir das an? 10 Minuten vor 250 Fremden. Das ist wie 5 Minuten vor 500 Fremden tatsächlich, wenn man es umrechnet. Das ist so 14 Sekunden Opel-Arena. Also eine krasse Menschenmenge, die mich potenziell die ganze Zeit lang hassen könnte. Wieso tue ich mir das an? Erstens natürlich Narzissmus, ziemlich evident, dank der Scheinwerfer. Aber wieso machen Leute überhaupt Kultur? Also das braucht es ja nicht. Es bricht kein Krieg aus und dann sagt der Präsident, ah, jetzt ein Poetry Slam, sondern Kultur und Kulturveranstaltungen gibt es nur, um zu zeigen, dass die Gesellschaft all das, was sie braucht, schon hat.
Deswegen kann man jetzt kollektiv anfangen, unnötigen Scheiß zu machen. Und das ist es dann eigentlich im Prinzip. Das macht man dann eine Weile lang, dann gibt es wieder Krieg und dann sagen die Leute so, ach, eigentlich war es mit den Poetry Slams ganz nett. Und dann kommt es wieder zurück. Und wieso tue ich mir das an? Eben Narzissmus. Und andererseits glaube ich auch, dass Leute, die sich auf Bühnen stellen, und da gehöre ich in diesem Fall wirklich dazu, ich habe tiefe, tiefe Angst in mir, dass ich irgendwann tot bin und dann war's das. Und niemand erinnert sich an mich. Und vielleicht ist ja Todsein viel schlimmer als alles, was man sich vorstellen kann. Dann ist man tot und dann wache ich auf und stehe in einer Turnhalle und dann kommt ein dicker, dicker Mann in einer Fahrradhose auf mich zu und sagt, hallo, ich bin der Ralf und das ist der Himmel. Das kann sein, dass... Kann sein, wir können das nicht nachweisen und dann würde ich mir ja in den Arsch beißen, dass ich nicht auf der Erde alles getan habe, damit irgendwas von mir übrig bleibt. Und deswegen ist das Auftreten so mein sehr kläglicher Versuch, dass irgendwas von mir übrig bleibt. Was ich jetzt ganz schlimm fände, ist, wenn Sie hier wären und so damit beschäftigt wären, hier zu sein, dass Sie dann gar nicht wissen am Ende, wie Sie es finden sollen, was ich mache. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt gerne sagen, wie Sie es finden sollen. Ich habe eine kleine Kritik von meinem Schaffen dabei. Ich muss zugeben, ich habe das selber geschrieben, aber ich dachte einfach, wer ist näher dran als ich? Ist auf Schriftdeutsch verfasst. Also in der Schweiz nennt man das Schriftdeutsch, hier nennt man das einfach Deutsch, aber in der Schweiz nennt man das so, weil wir wollen dann zeigen, so hey, ich kann auch schreiben. Wenn Sie sich fragen, was für ein Akzent es ist Areal. Gestern bei der Probe habe ich Windings gelesen. Das hat niemand verstanden. Dreieck, Blumenkohl, Katze auf einem Fahrrad. Und was oftmals kritisiert wird an meinen Auftritten, ist, dass die Leute kommen dann zu mir und sagen dann, ja, es war interessant, aber es ist sehr schwer, ihren Auftritten intellektuellen Gehalt abzugewinnen, wenn sie sich die ganze Zeit so einer Gossensprache bedienen. Also wenn sie die ganze Zeit so Wörter benutzen wie krass, mega, geil, scheiße, swag. Das habe ich jetzt noch nie benutzt, aber vielleicht kommt es ja nachher. Wenn sie sich die ganze Zeit so einer Gossensprache bedienen, ist es wahnsinnig schwer, diesem Abend intellektuellen Gehalt abzugewinnen. Und ich verstehe das, dass die Leute das sagen. Ich würde das auch sagen, wenn ich dumm wäre. Aber was die Leute nicht verstehen, ist, dass ich ja gerade versuche, mich mit einem urbanen Sprachbild als Person zu tarnen, die potenziell cool ist. Also, dass die Leute nicht merken, dass ich eigentlich eine komplett neurotische Nudel bin, die jeden Moment weinend zusammenbrechen könnte. Swag. Und deswegen... Deswegen fange ich jetzt mal an und dann höre ich wieder auf. So funktioniert ja das Leben. Mit einem Augenzwinkern massiert Haselbrugger bereits in ihrem frühen Schaffen das Publikum mit ihrem Knowledge und epiliert die sozialen Verhältnisse östlich und westlich des mittleren Schwarzwaldes. Doch Brugger weiß auch unter der Gürtellinie zu begeistern. Entschuldigung, das steht da. Vor heute, nein, das steht da nicht. Das, ich meine vor heute setzte sie in der patriarchalisch geprägten Hobby-Poesie-Szene Maßstäbe eines neuen femininen Selbstbewusstseins, okay, gay, nicht auf den Mund gefallen, nimmt sie kein Blatt vor den Mund und kredenzt dem gefesselten Zuhörer, der sitzt übrigens ganz dort hinten, eine heitere Soiree zwischen jugendlichem Leichtsinn und kluger Polemik. Okay, habe ich jetzt nicht so viel verstanden. Kommen wir zum Schluss. Der aufmerksame Zuschauer...